Moinsen, YouTube. Die letzte Folge war komplett verrückt. Wir haben einfach Draven First Try geschafft, waren MVP des Spiels und haben dann direkt das Game danach haben wir ein 0-7 SV-Game vom Stapel gelassen und dann noch ein SV-Game verloren. Also komplett verkehrte Welt. Haben auch auf jeden Fall minus LP gemacht, sind damit auf 2 LP. Starten wir in dieser Folge auf SV rein. Viel Spaß beim Video. Letzten zwei SV-Games liegen so mäßig. Draven First Try, SV 2 Games verloren. Nice. Das haben wir potenziell, Leute. Wir haben SV, Heimerdinger, Way. Ich sag Heimerdinger, aber doch richtiger Bruch. An sich ganz gute Champs. Wie lange bist du eigentlich schon ADC-Main? Seit Season 4, glaube ich. War Support-Main, dann Mitte-Main, dann ADC-Main. Auf den Worlds damals ADCs gesehen und das sah mir nach der sehr spaßigen Rolle aus. Da habe ich angefangen, ADC zu spielen. Tristana damals. Die alte Tristana. Die sind halt echt voll AD, ne? Gegen Graves, Mordekaiser, alles da, die werden so tanky werden. Ich Conqueror deswegen, weil die so tanky werden, ja, ne? Die spielt I, die lebt in einer anderen Welt, die geht. Die lebt in einem anderen Zeitalter. Die spielt einfach Ghost of ADC. Und maybe laber ich auch scheiße und es kam ein Patch und Ghost wurde wieder gebufft, aber ich glaube, Ghost ist ziemlich Dogshit. Night Ghost, Mordekaiser, okay. Das ist die Tag gegen Trundle. 24 Threads, Morde E, Morde Ult, Graves W, Ray 4, Ray Stun, also EQ, EW, glaube ich. Boah, ich mal sehen, wie mein Ray wird, falls wir heute dazu kommen. Alles da, WQ, alles da E. Die dürfen hier nicht längs, ne? Bruderherz, das seien alles da. Warum hat die Angst vor alles da Level 1? Naja. Muss man auch nicht verstehen, ne? Die CBFAC hat die Firma komplett an die Wand, den sie tradet. Ich muss leider jetzt Q. Ach, der Größter. Wählt der? Der Größter kommt doch gleich von hinten, ne? 100 Pro, ja, war klar. Verstehe es halt nicht. Warum? Egal. Ich habe ja, I don't know, this is so bad. Like, wir haben ihn ja in den River laufen sehen, right? Warum wollen wir dann den Enemy Dreierbusch und nicht unseren Dreierbusch und spielen so aggro ohne Flash? So unnötig dazu stemmen. Und farblich ganz gut abgepasst. Ich und Nami fällt mir gerade auf. Richtig süß sind wir hier. Nur Sievert Reaction Seite. Die können sich direkt beim Rentner-Team bewerben. Denn das hier gerade. Ich glaube nicht, dass er den Schaden für mich hat. Gute Bubble auf mich, die habe ich gebraucht. Der ist auch noch tot, nice. Zumindest wenn jemand für mich tankt, ist er tot, nice. Schade, leider ein bisschen viel gemisst. War trotzdem ein guter Poke, denke ich. Der Mordekaiser ist halt auch giga neu. Ich so und ihr alle komplett alleine gerade. Das ist extrem riskant vom K. Der schöne Kian halt. Mal der Kopf in Ult auf irgendjemanden. Na, mir hat die falsche Person geheilt, wenn sie mich hielt, lebe ich. Aber auch schlecht geguided, ich muss einfach sein Q flashen. Sei bad, der Tod. Erstmal muss ich nicht in seine Ult-Range laufen, generell, aber ich dachte, ich kann auch planen, was ich auch kann. Hier ist gespielt. Jetzt da hoch, ah ne, ich bin schon geflasht, doch. Na, ne. Das ist einfach bad, ihm die Ult-Range zu geben, I guess. Ein Flash-Focke. Und hier zubekommen und den Drake bekommen. Das geht sehr gut aus. Auch wenn ich sehr wenig Impact habe bis jetzt. Mein Team spielt einfach einen auf. Alle performen. Das Problem ist, wir haben Double Assassin, die ultra fett sind. Sobald die Gegner hier anfangen, Armor zu haben, sind meine Assassin-Teammates aber deutlich schwächer, als sie jetzt sind. Dementsprechend sind wir auf einem kleinen Zeitfenster, auf dem wir gewinnen müssen. Sobald die Gegner so 4 Items haben oder so, ist das Game, glaube ich, sehr, sehr doomed. Sobald die wirklich Armor haben, sind unsere Assassins nämlich einfach ziemlich useless. Das heißt, wir müssen wirklich die Soul kriegen und dann ziemlich schnell finishen im Optimalfall.
Lauf von mir weg. Dankeschön. Das war so easy zu dodgen von der Nami. Oh nein, Tiana hat gewirkt, oder? Und hier wird Drake waschen jetzt. Also wir werden Damage haben. Falls wir einen Damage haben, werden Sam. Bis hier wird laufen mit Boomerang, ich sehe es schon. Kamin, nice. Wir haben so. Gut, dass der Rain auch geendet hat da. Nimm ich rein. Muss hier Full Damage gehen, ne? Also Full Pen auch. Die Gegner werden alle Arm ausstecken. Aber ich muss Blade gehen, das Game. Als der Wilder sind du Blade. Das hatte ich gehofft. Das ist ein guter Bad. Wir töten die nicht dafür. Scheiße, Mann. Ich dachte, wir können die töten. Ja, kein Ult endet. Oh, der Kaiser hat wohl kein Ult mehr, angeblich. Aber Nami, das kannst du halt einfach nicht missen. Du kannst halt diese Ult einfach nicht missen, Bro. Das ist eine hundertprozentige Ult, die man immer trifft. Das ist wirklich nicht so schwer. Jemand, der auf einen zuläuft zu ultien, ist wirklich nicht schwer. Ach, Bruderherz. Wir können das so easy guiden, wenn sie nur ihre Ult trifft. Ich darf halt mich nicht mordehen lassen, obviously. I mean, wie kann die Name die Ult missen? Die Schießzeit kommt ja auf die falsche Person. Der Ray macht da halt nichts mehr, sie muss auf Mordekaiser ultien. Wenn sie Mordekaiser ultet und den Knockup generiert, dann können wir probably guiden. Aber ich darf einfach nicht mordehen werden, dann passiert das auch nicht. Wir müssen eigentlich echt mal Nash forcen jetzt. Wir sind eigentlich so hart. Und wie gesagt, wir werden hier outscaled. Der Morde kauft jetzt schon super viel Armor, der hat Tabis. Wenn Ray schlau ist, kauft er jetzt als nächstes Sonjas. Der kauft auch Armor. Also wir sind ja eigentlich auf dem Timer. Turnland gefühlt das Game, wir sollten jetzt Nash forcen. Oh, sorry, Bro. War nicht mit Absicht. Wir haben Gainer so verbessert. 1,20 ist einfach älter. Das resetten. Hey, was tut er hier? Was? Warum ist das legal? Mord ist über uns, aber. Er braucht noch einen Moment, bis er hier ist. Das hier ist absolut illegal, was der Typ macht. Bitte ihn einfach, bitte. Okay, das sollte Game sein eigentlich. Der Rayot hat ihn getroffen. Wie, was tue ich? Habe ich das gechoked? Wie geht's? Dann enden. Dieses Team. Toplane ist ein bisschen runtergerannt, aber er hat zum Glück guten Jungle mit und Supporter. Es hat auf jeden Fall geholfen. Jetzt sind wir in Heimerdinger drin. Ach du Scheiße. Mal gucken, was man so auf Heimerdinger baut. Ah, das sieht doch nach einem soliden Bild aus hier. Blackfire into Realize sieht eigentlich solide aus. Ding ist, es hat keine Player-Base hier, ne? Ich muss gucken, ob irgendwelche Bros das spielen, weil niemand spielt Heimerdinger obwohl. Oder ich gucke über einen längeren Zeitraum. Das 30 Days. Also maybe es kommt halt aufs Game an, ne? Maybe ist das hier schon ein Bild, was man gehen kann, wenn man Solo-AP ist. Bei Heimerkrachen kennen ist es auch ganz anders. True. Actually, werde ich die Folge sehr schnell wieder aufhaben. Draven Nautilus. Ach du Scheiße. Man, siehst du, der Heimerdinger sehr gut in dieses Team rein sein, right? Ich möchte auch gern gegen Leute spielen, die in mich rein wollen. In meine Türme. Und haben nicht Solo-AP. Sieht bis jetzt tatsächlich nach einem Ludens-Heimerdinger aus. Das ist aber actually ein Dingster-Bild, ne? Ludens-Game, oder? Ludens-Shadowflame-Heimer-Bild. Die sind schon giga-squishy, ne? Die geht, ne? Das Burnbild ist nicht gut, das Game. Ich glaube, die Fights gehen nicht so lange. Ah, 9-11-2024. Komisch, dass der Draven spielt. Wieder Zufall, oder? Meine zu dieser Tasse übrigens. Der ist fresh, oder? Seid ehrlich. 7000 Punkte Nautilus, crazy. Was haben die für Threads? Nave, Nault, Grace W, Orianna, Ball, Ori Ult, Draven, Global Ult, Draven E, Nautilus, Hook, Nautilus, Outtake, Nautilus, Ult. In Lane möchte ich wahrscheinlich einfach Perma reinpushen. Bisschen Angst vor meinem First-Time-Nasus auf Mitte. Ah, ich glaube, Ludens into Shadowflame ist nicht bad, das Game. Niemand wird jemals ein Merk kaufen, dieses Game. Die können halt im Vayne, ne? Mhm. Mana Flow. Oh, okay. Wenn du jetzt blockst, ne, dann bin ich alive. Okay. 1 für 1. Ich verstehe nicht ganz, warum sie von mir weg
Naja, Maybe muss ich hier laufen. Egal. Mana Flow, 50 Mana Flow Stacks, so. Maybe kann ich auch meinen Turm einfach so setzen, dass er blockt. Das wäre vielleicht auch ganz gut gewesen. Drain noch nicht gecashed. Drain noch nicht mal Assist, lol. Wer das geschafft? Mit dem Nautilus spielt ohne Hexflash, okay. I mean, das ist einfach nur schlecht. Aber da hat sie ja nicht mal für mich geblockt. Da hat sie einfach nur den Hook getankt. Links als Heimerdinger reingepusht zu werden, ist gar nicht so der Sinn dieses Champions, glaube ich. Gut, dass es Leona eh nicht getroffen hat, indem er im E gemisst hat. Sie wäre einfach tot. Und jetzt gerade hat er keinen Nautilus Hook. Jetzt können wir gehen. Ne. Wie geht's? Na gut, aber Wump Note. Generell ziemlich high quality Lobby, oder? Würde ich sagen. Also, beide Supporter und Draven spielen ziemlich gut. Bis jetzt auf jeden Fall. Guter Flash. Und gegen mein W. Ah, oh, ich wollte. Na, egal. Egal. Nee, ich schwöre, Draven mit einer Granate zu treffen ist auch mehr als impossible, sage ich ehrlich. Den wollte ich eigentlich machen eben. Bei dem kann ich dodgen, aber habe ich wohl doch ein bisschen zu weit nach hinten gedrückt. Hm? Egal. Na, der Tausch schmeckt schon ganz gut, Jaden, oder? Wie ist. Kann man gar nicht dodgen, das einmal weh, ne? Oh ne, aber so den Rave geht. Ne. Als hätte das beide überleben, Mann. Nein. Fuck. My bad. Ja, du hättest einen Shutdown? Ja, du hättest den Killer. Ich bin so schlecht. Ich bin so ein Griefer. Warum laufe ich da rein? Mein Haus ist schon 0-4 und 40 CS down. Nice. Alles wie erwartet. Das First Time Haus Mitte nicht so gut funktioniert. Hätte ja niemand kommen sehen. Warte kurz, bis der Cannon tankt. Dann kann ich einen Turm platzieren. Dann kann er durchhitten, weil der Cannon gefokust wird. Die haben Top komplett eingerissen. Oh, ist ein dummer Tod von mir. Ach du Scheiße, was ist hier gerade passiert? Kann ich mich so killen lassen? Oh mein Gott, wichtig. Schön. Er hat keinen Flash. Dann, er hat einfach Q gemisst, der Jarvan. Der Draven ist so eine Post, die hat Leona easy töten können. Jarvan hat Q gemisst auf Draven. Wenn er Q hätte, dann stirbt der Draven und Jarvan lebt. Ich verstehe es halt nicht. Was machen wir da? Wir forcen einen Zeigen Vierfall jetzt gegen die Finish. Das ist einfach so unnötig. Jetzt will man Nash. Also keine Ahnung. Was für Dreigen 4? Die haben Zweigen 4 einfach geforst. For no reason, wenn da kein Objective ist. Ach man, ist das bad. Jetzt fehlen doch Nash und das Game sieht sehr dumm aus. Das war auch echt kein gutes Game von mir. Also ist auch auf jeden Fall ein verdienter Los, falls ich das verliere. Hätte einfach einen Hook flashen sollen. Ich muss hier Rabba gehen als drittes, ne? Aber Sonjas Void oder sowas klingt gut. Ich glaube, das Game ist Realize nicht gut genug, weil die nicht zu lange in meinen Turret stehen. Sehr, sehr auf jeden Fall immer noch winnable. In einer Minute ist Soul. Wenn wir die kriegen würden, wäre crazy gut. Hm. GG. Das Game. Jetzt over. Jen.
Oder gegen Dublin, ne? Und Drake und dann ist das Game auch vorbei. Schade, sehr schlechtes Game von mir. Das war so ein Freewin. Ich habe so viele dumme Tode gehabt. Und einen sehr guten Jungler und sehr guten Supporter. Mein Mitte, Nasus Mitte eigentlich stark, wenn man nicht Nasus First Time, glaube ich. Weil dieser Nasus Mitte wird, glaube ich, nie stark. Ich weiß ja nicht, warum ich dahin laufe. Warum laufe ich nicht hierhin? Das ergibt keinen Sinn, hierhin zu laufen. Und wenn ich dahin laufe, dann sollte ich jetzt einen Turm so vor mich platzieren, dass ich nicht gehuckt werden kann. Dann sollte ich jetzt vor mich einen Tower platzieren, dann huckt er nämlich den Tower. Stattdessen platziere ich den Turm hierhin. Also entweder laufe ich dahin, oder ich platziere den Turm vor mich und verstehe mich hinterm Turm. Wobei das Beste wäre, den Turm perfekt vor mich zu platzieren. Also einen Millimeter vor mich, dass Nautilus sich trotzdem zum Turm hinhuckt. Dann kann Leona ihn queuen und er ist probably dead. Stell ich vor, ja, er huckt hier, anstatt dass er mich huckt, huckt er den Turm, den ich da perfekt hinstelle. Wird dann gestunt und dann, ja. Dann töten wir ihn probably und ich lebe. Ah ja, dann läuft so Heimerdinger einfach. Okay, das war giga unlucky übrigens. Wait. Okay, ich werde von Leona ultra krass bodyblockt, dass ich legit da nicht längs laufen kann und mein Charakter automatisch hier hochläuft, obwohl ich hier hinklicke. Ich dachte, ich hätte missklickt. Aber ich werde einfach so krass bodyblockt von Leona, dass mein Charakter legit hier hinläuft. Ich dachte, ich habe missklickt. Guck ich an, wie crazy das ist. Ich klicke hier hin. Guck ich jetzt an, was mein Charakter macht. Ich klicke hier hin, Red. Mein Charakter läuft einfach nach da. Anstatt weg. Und dann trifft mich Draveney und ich bin in deren Gesicht. Ich muss halt Draven E flashen, I guess. Hier ist gut, dass ich Ult Q, weil ich weiß, der da hinkommt. Ich muss mal im E warten, bis Leona CC trifft. Ich muss immer auf die sichere C warten. Meine ist kein sicheres C. Ich predikte sein, wo er rauskommt. Da ist einfach nur bad. Dadurch leide ich jetzt so unfassbar hart, ne? Bin ein Leben. Und jetzt walk ich hier ab und gebe Draven einfach eine Free Cash in. Vielleicht, da wird es nicht mehr fehlen. Ich weiß nicht, um was hier gefightet wird von meiner Leona und meinem Jarvan, right? Der Nasus-Bot. Jeder wollen ultra krass rein, weil die einfach ultra krass in Überzahl sind. Am besten kein TP, Nasus-Bot ohne TP, weil er kein TP spielt. Wir sind hier gleich zu dritt und mein Leona versucht hier Vision zu contesten, obwohl der Drake in 3 Minuten spawnt. Ich verstehe nicht, warum sie das tut. Und jetzt möchte sie da reingehen. In ein 3 gegen 4 möchte sie reingehen. Ich habe den Graves auf mir. Ich muss hier mein E halten. Ich weiß, der raus wird ihm würden. Ich weiß, er hat nicht genug Schaden. Wenn ich jetzt mein E halte und mein E hierhin werfe und ihn predikte, dann ist er einfach tot, right? Ich one-shot ihn. Ja, hier greedy ich halt für den Turm. Ich muss einfach jetzt wegflashen. Ich dachte, der Naut hätte keine harte Outtake mehr. Irgendwie. Aber er hat mich ja geultet. Ich flash zu spät. Ich bin so lost, ne? Ich will unbedingt. Ich will unbedingt einen Turm über diese Wand platzieren. Und der fokust mich komplett. Deswegen merke ich gar nicht, dass der Name mega nervös wird und auf uns raufspringt. Und wir werden einfach ultra bomboten. Das Game ist vorbei. So bad von mir. Maybe möchte ich gar kein TP spielen. Ich habe es gar nicht eingesetzt letztes Game. Maybe spiele ich einfach Barrier oder Exhaust. Boah, Exhaust auf schäbig. Exhaust gegen Triss schon sehr OP, ne? Ich bin Exhaust. Mal sehen, was ich bereue. Und letztes Game habe ich legit mein TP nicht einmal eingesetzt. Ich sollte nicht einfach immer. Es ist derselbe. Haha, es ist echt dieselbe Botlane, okay. Money Boy. Sunny für Threads. Gragas E, Gragas Ult. Warwick E, Warwick Ult. Way EQ. WEW, Hail of Blades, Tristana, dafür habe ich Exhaust, Nautilus Hook, Nautilus Outtake, Nautilus Soul, Duke und die. Der Boy der G, er ist so sick wie Leukämie. So, also diesmal kann ich vielleicht die Lane besser snowboarden. Ich hatte ja eben echt einen guten Support. Ich glaube, das Game gehe ich aber Burnbild, oder? Vargas wird Tank spielen, denke ich, weil er Dings da spielt. Rasp, Warwick ist ziemlich tanky, Tristana muss in mich rein, Nautilus muss in mich rein. Für das Game gehe ich Blackfire. Wir werden da. Ist das krass. Ja, die sind eigentlich nicht so krass. Die waren schon decent, aber so gut sind die jetzt auch nicht. So, 1 für 1, okay. Und da hat sie einfach den Turm gestorben. Stark, Mann. Als Vision danach, ich bin so schlecht. Oh, ich bin so schlecht. Warum rechne ich nicht damit, dass sie stayed? Warum rechne ich damit nicht? Oh, bin ich bad. Fuck. Ich werd so gapped.
Er schippt rein, oder, Alter? Gute Trap von ihm, ich weiß nicht. Muss ich mitrechnen. Ja, auch noch mein. Wenn ich Instant Flash, ist es nicht mal so eine gute Trap von ihm. Dann bin ich nämlich fein. Aber ich habe halt gar nicht damit gerechnet, dass es überhaupt möglich ist, dass er da sein könnte. Der hat auch keinen Jump mehr. Der hat keinen Jump, Bro. Sonst hätte das nicht so gespielt. Oh mein Gott, die Red hat den Warwick so gefickt, ne? Das worth it. Nimm deine Platte. Ich muss da nicht so in Midi-Range reinlaufen, das ist bad von mir. Ah, ich bin scheiße. Was? Das hat nicht. Ach man, das hat nicht getroffen. Oh, wurden die gefickt, die Kids. Schön, 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 Jungs. Ihr seid Macher. Leider werden die Türme jetzt die Tower, die Minions hätten, oder? Ja, die Wave werden nicht zu uns bouncen. Fuck. Ist nicht optimal. Und ich hab den keinen verpasst dadurch. Ach, Digga. Ah. Boah, ein 6-0 Jungler schon, ne? Aber ist kein so leichtes E-Game. Sunderhook vom Nord. Der Typ fährt die Firma auf jeden Fall hart an die Wand. Oh nein. Nein, Luigi, das ist crazy. Wer ist, der den Shutdown-Triss gibt? Sehe ich auch so. Ich respektiere übrigens den Nautilus so krass, ne? One-Trick quasi Nautilus in DR4. Geht 0-7 das Game. So ein Gigashat. Nautilus wegen Duo. Sind die Duo? Hast du geguckt? Ein Shutdown? Ja. Ganz das Terrible von mir. Naja, muss auch mal einen Terrible-Tod haben. Zwischendrin. Sieht so aus. Amin, hast du PTG gecheckt? Oder glaubst du, das war halt, weil die zwei Games zusammen gespielt haben? Amin, so krass, wie das da letztes Game von dem Nord verkauft wurde. Auf Draven. Ach nee, warte, Nord und Mitte. Wollte mich gerade sagen, letztes Game wurde der Trist-Spieler richtig hart verkauft. Von dem Nord. Da haben wir ihn gut lang gefüßt. Und er sah richtig tilted aus. Der Spieler Nord war ja Bock auf Nord. Er hat 700.000 Punkte oder so. Ja, Löwe. Gutes Weh. Kapi. 140 Games damit 50,7% Win Rate. In 6,97. Bei denen läuft richtig. Nein. Oh nein, Bruderherz. Das hast du nicht gemacht. Oh. Das war nicht deine Warwick, Gold Bro. Mit dir zu Mitte? Ja, oder? Bitte. Ja, warum hittet der ihn nicht mit uns? Ist der schlecht. Wenn safe diesen Tower bekommen, ne? 100 Pro. Mir nennt wieder, Bro. Mann! Ich werde so gapped. Ich bin so schlecht. Boah, die Triss hat Items, ne? Die ist richtig scary. Scheiße. Ich hier realize into. Das Ding ist, Sonjas hätte ich wirklich gerne. Dann kann ich aber keinen Void bauen, das Game. Dann müsste ich realize Sonjas Rubber bauen. Oder auf Void scheißen. Oder halt auf Rubber scheißen. Wenn das wäre, schon hardcore value, das Game, ne? Ich glaube, Sonjas ist probably das nächste Item, was ich kaufe. Und dann gucke ich einfach, je nachdem, wie sie itemizen, ob ich Void kaufe oder nicht. Nash ist up, die Contest und unsere Vision. Unser E-Spot, wait a second. Die machen einfach Nash. Warum ist E-Bot? Edward? Wir müssen das aber auch wirklich nicht spielen, Jungs, ne? Alter, hier ist der Bot. Wir müssen gar nicht dieses fähigen 5 auf Kampf forcen. Der Gas ist crazy. What? Ey, das Ult? Der hat kein Ult und spielt so, okay. Er hat den Drake, stirbt dafür aber probably. Ist 100% tot. Werden wir Nash forcen. Also ja, wenn Nash wieder aufhalten können, wenn der uns grieft. Wir müssen es versuchen, ne?
Schade, er möchte leider verlieren, deswegen kann ich verlieren. Ist leider wieder so, ne? Der Klassiker. Eine Person möchte verlieren und man verliert halt. It is what it is. Mhm. Ja, er möchte auf jeden Fall noch spielen, oder? Der ist auf jeden Fall, er möchte spielen, Jungs. Er möchte gewinnen. Weil es auch Gigatilt, das Game ist so gewonnen, wenn der ihn nicht rollt. Schade, Mann. Werden er verlieren, weil die jetzt runterläuft, straight up. Der hat keine Lust mehr zu spielen, deswegen verlieren. Boah, das Game war so ein Spielwinn, ne? Wie schade, Alter. Soll ich mal hinten. Ja, aber. Es ist egal. Es mattert nicht. To be honest, es ist scheißegal, was ich hier tue. Der E-Trollt on purpose das Game. Das ist eigentlich egal. Bis der stirbt, so ist das Game vielleicht schnell zu Ende. Ist offensichtlich ein sehr schneller Tod, aber es ist eigentlich was Gutes, glaube ich. Weil ich glaube, wir werden niemals gewinnen, weil der E-Trollt. Wir gehen da rein. Nee. Schade, was denn für ein. Wenn der kein Ego-Problem hat, der. Dein Besandro des kompletten Videos, absolut ehrenwert. Hat ganz schön Kracht auf Heimerdinger, die Games beide gethrowt, nachdem ich einen ziemlich guten Lead hatte. Bis heute, das erste Game war grundsolide, aber ich habe auch an sich nichts gemacht. Dementsprechend sind wir jetzt in der nächsten Folge Dia 4 0 LP auf Heimerdinger. Die nächste Folge gibt es morgen. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo und ein Like freuen. Und bis morgen. Kuss, Kuss. Sie hat Schild! Ja, ich glaube, es ist Liebe.